Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Finanzdienstleistungsunternehmen. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem Video, in dem ich dir lange Wörter im Deutschen vorstelle. Diese Wörter trainieren wir heute zusammen. Wir üben die Aussprache und vor allem die Betonung der Wörter. Das Ziel ist es, dass du keine Angst mehr vor langen Wörtern hast, die ja wirklich sehr, sehr, sehr oft im Deutschen vorkommen. Und dieses Video ist für dich geeignet, wenn du Anfänger bist, wenn du ein Mittelstufenniveau hast oder wenn du auch schon fortgeschritten bist und ein bisschen Angst vor langen Wörtern im Deutschen hast. Also bleib unbedingt dran, übe mit mir, verlier deine Angst vor dem Sprechen und sprich auch am besten alles nach, was ich vorspreche, damit du das Sprechen trainierst. Denn wie du weißt, Sprechen lernt man durch Sprechen. Und jetzt ganz viel Spaß! Ganz wichtig im Deutschen ist die Wortbetonung. Gerade bei diesen langen Wörtern, vor denen wir oft großen Respekt haben. Auch ich übrigens als deutsche Muttersprachlerin. Und wenn du in Zukunft ein bisschen besser weißt, wo die Wortbetonung liegt, wird es dir auch schon leichter fallen, diese Wörter auszusprechen. Und zwar betonen wir im Deutschen sehr, sehr oft auf der ersten oder zweiten Silbe. Und wenn wir ganz, ganz viele Wörter haben, also das heißt Komposita, na, diese zusammengesetzten Wörter, dann liegt der Hauptakzent, die Hauptbetonung meistens im ersten Wort und meistens sehr weit vorne. Das heißt, wir sagen zum Beispiel nicht Deutschkursanmeldung oder Deutschkursanmeldung. Wir sagen Deutschkursanmeldung. Wir üben heute 10 lange Wörter, die im Duden die längsten Wörter im Deutschen sind. Und eins habe ich noch herausgesucht, das mir jemand hier in YouTube in den Kommentaren vorgeschlagen hat. Also, wenn du einen Kommentar hinterlässt, ich lese sie alle durch und ich berücksichtige dich auch sehr, sehr gerne und deinen Kommentar. Also hinterlasse mir auch heute sehr gerne deinen Kommentar. Und jetzt lass uns starten. Das erste Wort ist ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Im Prinzip besteht dieses Wort aus 4 Wörtern. Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivität, Störung. Zusammengesetzt fügen wir auch noch das S hinzu. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Das nächste Wort lautet Kfz-Haftpflichtversicherung. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Kraftfahrzeug. Am Ende sagen wir kein G, sondern ein K ohne Stimme. Kraftfahrzeug. Haftpflichtversicherung. In der Umgangssprache sagen wir Versicherung. Und wenn wir besonders deutlich sprechen wollen, sagen wir Versicherung. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Wir betonen das ganze Wort eher vorne. Also der Hauptakzent liegt vorne auf Kraftfahrzeug. Nummer 3. Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Arbeiter. Unfall. Versicherung. Oder Versicherung. Gesetz. Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Nummer 4. BAföG. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Bundesausbildung. Förderung. Gesetz. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Finanzdienstleistungsunternehmen. Finanz. Dienstleistung. Unternehmen. Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Hauptakzent liegt auf Finanz.
Finanzdienstleistungsunternehmen. Straßenverkehrszulassungsordnung. Straße, Verkehr, Zulassung, Ordnung. Straßenverkehrszulassungsordnung. Der Hauptakzent liegt auf Straßen. Das vorletzte Wort ist Veranstaltungsinformationsdienst. Veranstaltung, Information und Dienst. Der Hauptakzent liegt auf Veranstaltung an. Veranstaltungsinformationsdienst. Und unser letztes Wort ist ein richtig, richtig langes Wort, nämlich Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Rindfleisch, Etikettierung, Überwachung, Aufgaben, Übertragung, Gesetz. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Der Hauptakzent liegt wieder vorne. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Das waren jetzt lange Wörter im Deutschen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Trainieren deiner Aussprache mit mir und weißt jetzt besser, worauf es bei diesen Wörtern ankommt, generell bei langen Wörtern im Deutschen. Und dass wir sie meistens sehr weit vorne betonen und dass die Betonung sehr, sehr wichtig ist. Schreibe mir jetzt gerne dein langes Wort in die Kommentare, das dir einfällt und das ich in einem der nächsten Videos mal richtig vorsprechen soll und mit dir üben soll. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann gib dem Video sehr gerne ein Gefällt mir und abonniere auch sehr gerne meinen Kanal Richtig Deutsch Sprechen. Denn hier kannst du mit mir deine Aussprache trainieren, um klar, deutlich und verständlich Deutsch zu sprechen und dich in deinem Leben mit Hilfe der Sprache glücklich und wohl zu fühlen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, dass du wertvoll bist und dass die Welt dich braucht.